Hallo zusammen. Ich möchte euch heute eine Nachricht mitgeben, die mir beim Lesen von Lukas Kapitel 17, Vers 3 und 4 bewusst geworden ist. Ich lese euch ganz kurz mal die zwei Verse vor. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er sich ändert, vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Wie oft haben wir es mit Vergebung in unserem Leben zu tun? Seitdem wir denken können, sind wir oft genug verletzt worden. Die Verletzungen sind mal kleine Verletzungen gewesen, mal etwas größere und vielleicht sogar sehr große Verletzungen. Die Frage ist, haben wir all den Leuten, die uns verletzt haben, auch vergeben? Ob die sich entschuldigt haben oder nicht, das mal dahingestellt. Aber haben wir denen wirklich alle vergeben? Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit mit Nein antworten wird. Wir werden immer wieder an unsere Verletzungen denken. Und der Schmerz, den wir tragen, der wird vielleicht von Tag zu Tag immer größer, weil wir an die Verletzungen denken. Doch viel mehr sollten wir vielleicht aber denken, wie oft wir unsere Mitmenschen verletzt haben. Sei es verbal, körperlich. Wie oft haben wir unsere Mitmenschen verletzt? Haben wir uns bei all diesen Leuten entschuldigt? Ist uns überhaupt bewusst, dass wir unsere Mitmenschen verletzt haben? Doch es gibt eine Person, die uns immer wieder vergibt. Sobald wir seine Nähe suchen, vergibt er uns immer wieder. Unser Vater. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie oft er verletzt worden ist, seit der Existenz dieser Erde bis zum heutigen Tag, bei der Anzahl von diesen Menschen, die wir heute haben, und die Menschen, die schon verstorben sind, wie viele Menschen haben ihn verletzt? Vielleicht wurde er sogar mehrfach von einer und derselben Person verletzt. Und doch zeigt er uns seine Gnade und er vergibt uns. Er beschenkt uns mit Liebe, mit seiner Aufmerksamkeit, mit seinem Schutz und mit so vielen Dingen. Und trotzdem sündigen wir weiter. Und wenn wir ihn um Vergebung bitten, wird er uns vergeben. Und trotzdem fällt es uns schwer, Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben. Man muss darüber Gedanken machen, wie viele Leute können es sein, die dich verletzt haben, die dich so tief verletzt haben? 2, 3, 5? Können wir nicht diesen 5 Leuten vergeben und diesen Menschen alles Gute wünschen und für sie beten, wenn doch unser Vater Milliarden von Leuten vergeben wird? Es wird einem sehr schwer fallen. Es wird einem wirklich sehr, sehr schwer fallen, Leuten zu vergeben. Doch mit ihm ist alles möglich. Wir können sogar Berge versetzen mit seiner Hilfe. Und deshalb sollten wir immer wieder, sobald wir den Schmerz spüren, sollten wir ihn um Bitte helfen. Ihn darum bitten, den Leuten zu vergeben, die uns
Schmerz zugefügt haben. Und diesen Leuten auch eine zweite, eine dritte und vielleicht auch ein 100. Mal eine Chance zu geben, sich zu bessern. Denn wir bekommen jeden Tag die Chance, besser zu werden. Also sollten wir auch unseren Mitmenschen diese Chance ermöglichen. Amen.